In der trockenen, sandigen Erde vor einer Gartenlaube findet man viele kleine, unscheinbare Löchlein. Doch was hat es damit auf sich? Es sind die Nester von Sandwespen. Diese wunderschönen und wahnsinnig interessanten kleinen Tierchen heben einzelne Löcher von bis zu 20 cm Tiefe aus. Hier ist eine gemeine Sandwespe gerade dabei, ein neues Loch zu graben. Immer wieder taucht sie ab, um blitzschnell mit einer kleinen Ladung Sand wieder zurückzukommen, welche sie neben dem Loch abwirft. In der kleinen Brutkammer am Grund des Lochs lebt dann die Larve der Wespe. Um diese mit Nahrung zu versorgen, bringt die Sandwespe eine Raupe herbei, die sie vorher mit einem Stich gelähmt hat. Die Wespe verschließt das Loch nun wieder mit Steinchen und Sand, damit es gut getarnt ist. Da die Raupe nur gelähmt, also nicht tot ist, kann sie in der Höhle nicht verderben. Die Larve wird innerhalb der nächsten Tage schlüpfen und sich von ihr ernähren. Die Sandwespe betreut in der Regel mehrere Nester, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und bringt neue Raupen heran, wenn sie aufgefressen wurden. Nach einigen Tagen verpuppt sich die Larve und die Sandwespe verschließt das Loch endgültig. Hierbei kann man hin und wieder beobachten, dass die Sandwespe die Erde mit einem kleinen Stein platt drückt. Was sehr erstaunlich ist, da Werkzeuggebrauch von Insekten üblicherweise nicht beherrscht wird. Oft schlüpft die nächste Generation noch am Ende desselben Sommers. Bei schlechter Witterung aber erst im Sommer des nächsten Jahres. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn diese Naturdokumentationen benötigen, auch wenn sie sehr kurz wirken, extrem viel Aufwand, mehrere Dreh- und Schnitttage und so weiter. Du kannst mich zum Beispiel unterstützen, indem du dieses Video likest oder einen Kommentar hinterlässt oder es mit Freunden teilst, von denen du denkst, dass sie auch Freude daran haben werden, es zu sehen. Und natürlich kannst du auch diesen Kanal hier abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Form der Unterstützung und würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal.